maximal 1'000 Personen. So viele Leute dürfen im Kanton Bern noch als Match in der National League in Langnau und in Biel ist das heute der Fall gewesen. Seit gestern gilt das Grossveranstaltungsverbot im Kanton. Ab 1'000 Personen ist eben nicht mehr erlaubt. Die Schweizer Hockeyherz blüht mit. Guten Abend miteinander. Backcheck ist angesagt hier bei uns auf MySports mit dem Uli Schwarz und mit dem Gerd Sennhäusern. Und wir reden über die drei Matches, die heute im Gang sind, und natürlich eben auch über die Bilder, die wir gesehen haben in Langnau, in Biel. Uli, du als Verwaltungsratsdelegierter vom EHC Biel hast das erste Wort. Also wir haben schon gehört, wie es dir gegangen ist, bevor es heute losgegangen ist. Jetzt mal abgesehen vom Resultat vom Match von Biel, wie geht es dir, wenn du gesehen hast, dass da die 1'000 Leute im Stadion waren? Ja gut, ja, der steht dazu. Ich habe den Jake ganz schlecht verdaut, weil ich ihn inhaltlich rein materiell schlicht nicht in jedem Detail verstehe. Ich bin auch zu blöd für das. Und zweitens konnte ich die Art und Weise gar nicht nachvollziehen, wie das ist gefällt worden. Und wenn das aus Amts ist, dass das wieder so aussieht, wie es heute auf der Ränge aussieht, das wird wirtschaftlich zu einem Desaster führen. Und das tut natürlich irgendwo durch auch die ganze Wettbewerbsfähigkeit der Meisterschaft in Frage stellen. Also aufgrund von sehr schnell und stark steigenden Fallzahlen im Kanton Bern ist das Ampelsystem auf Rot gestellt worden von der Gesundheitsdirektion. Es gibt betreffend den Grossanlässe so ein System mit dieser Ampel. Jetzt eben steht sie auf Rot. Man hat aber auch gesagt, das kann sich sehr schnell wieder ändern, wenn halt die Fallzahlen wieder sinken sollten. Ich glaube, diese Hoffnung die bleibt halt einfach bestehen. So schnell wie das jetzt gekommen ist, dass es auch wieder zurück könnte gehen. Ja, die Hoffnung muss bestehen bleiben, ist klar. Wir kämpfen darum, dass wir wieder volle oder zu zwei Drittel volle Stadien haben können. Ich glaube, das hat man mehrmals jetzt gehört und gelesen, dass der Entscheid eigentlich nicht richtig, also schlecht angenommen worden ist. Aber man kämpft dafür, dass das so schnell wie möglich wieder so weitergefahren werden kann, wie wir angefangen haben. Wir haben gute Konzepte, wir haben viel Geld investiert in die Konzepte. Ich glaube, es ist eine Chance, für ein Vorzeigekonzept zu haben, dass man das weiterentwickeln kann. Und ich glaube, da müsste der Ansatz sein. Es muss kommuniziert werden. Ich glaube, wir sind alle froh, dass wir spielen können. Aber unter den Umständen, wie jetzt im Kanton Bern ist, wird es nicht lange gehen. Das könnte der Club zutun. So tönt es bei uns im Studio. Wir haben heute im Packengoal, in der Sendung rund um das Match herum, eure Stimmen geliefert, auch von den Clubvertretern von Bern, von Biel und von Langnau. So hat das dort. Wir haben natürlich sofort probieren, gewisse Sachen einzuleiten, vor allem im Ticketing-Bereich. Wir haben ja den zweiten Markt immer freigeschaltet für die Abonnenten, die ihr das Billett weitergeben wollen. Das haben wir probieren, sofort zu stoppen. Wir haben am Montagmorgen sofort ein Meeting gemacht und geschaut, wie lösen wir das Thema lösen. Weil statt 4'000 Abonnenten können nur noch 1'000 Leute heute kommen. Wir sind einfach enttäuscht. Wir hätten es ohne Probleme akzeptiert, wenn es eine schweizweite Entscheidung wäre gewesen. Aber einfach so eine föderalistische Schnellsauce ist einfach daneben, tut die Meisterschaft verfälschen und macht einfach die Spiesse ungleich. Völlig unverständlich. Es hat mit dem einen oder anderen Regierungsrat ein Gespräch gegeben und ich habe vorhin gerade in der Aufzeichnung vom Zeitungsclub Klingen mit dem Herrn Schneck gekreuzt. Aber leider keine Antwort bekommen. Keine Antwort bekommen? Nein, aber er sagt einfach, Zahlen gehen auf und man muss etwas machen. Und wie lang und wieso und wie breit und warum geht unsere Anlässe, das hat er eigentlich nicht wirklich gesagt. Daniel Villar, Peter Jakob und Marc Lüthi von Biel, von Langnau und von Bern haben geredet. Und ich glaube, man hat es auch Marc Lüthi, dem CEO vom SC Bern, sehr genau angemerkt, wie es ihm geht. Auch jetzt, Uli, es fehlt ihm wie noch so ein bisschen der triftige Grund, oder? Begründung von der Berner Regierung. Ja, Begründung. Ich habe zwei Sachen rausgehört. Das eine sind Zahlen, die sind schlecht, das wissen wir. Aber ich sage aus eigener Erfahrung, die Stadien, das waren von den sichersten Orten in den letzten paar Tagen. Sicherer als durch die Stadt laufen, der Bus nehmen, der Pendlerverkehr nutzen und so weiter. Und ich glaube, das Zweite ist halt, nebst dem, es schwingt einfach Emotionen mit. Die Kantone haben zusammen mit den Clubs die Konzepte entwickelt. Mhm. Sie haben die Auflagen gemacht. Sie haben gesagt, die Konzepte sind gut. Und wir wissen in dieser Hockey-Szene nicht, was wir falsch gemacht haben, damit wir jetzt abgestraft werden. Und das ist nicht verständlich. Es ist auch
ganz, ganz schwach kommuniziert worden von der Berner Regierung. Es tut mir leid, ich kann es einfach nicht anders ausdrücken. Also es ist schon auch gesagt worden von der Berner Regierung, der Entscheid ist gekommen, eben zum, vor allem auch die sozialen Kontakte zu verringern, zum die Mobilität zu verringern, dass ein Lockdown auch kann umgangen werden. Also das ist eigentlich die Hoffnung von der Regierung. Auf der anderen Seite natürlich auch die Hoffnung von der Berner Hockeyclubs, natürlich auch von der Fußballclub, dass man das Ganze wieder kann ändern kann, dass bald wieder mehr als 1000 Leute ins Stadion gehen können. Im Moment ist das so. Und heute Abend in der Tissot Arena war unser Reporter Lars Ney dabei und erzählt uns gerade mal, wie sich das angefühlt hat. Ja, die Stimmung hier in Biel, die ist natürlich nicht so gut nach der Niederlage im Berner Derby. Aber es war auch so ein bisschen eine bedrückte Stimmung schon Anfangsspiel gewesen. Nach dem Entscheid natürlich von Berner Regierung, die Veranstaltungen ab 1000 Personen verbietet. Man macht sich auch ein bisschen Sorgen um das Schweizer Eishockey, um das Berner Eishockey, auch hier in Biel. Das ist natürlich klar. Und es sind ja nicht nur Clubs, die probieren, die Massnahmen umzusetzen, die Schutzkonzepte umzusetzen, sondern es sind ja auch Fans und Zuschauer, die alles geben dafür, dass ihre Leidenschaft irgendwie weitergeht. Und die fühlen sich natürlich, auf Berndeutsch vielleicht gesagt, auch ein bisschen verarscht, wenn es um den Entscheid von der Berner Regierung geht. Also es war ein bisschen eine komische Stimmung hier in Biel und es sind natürlich auch alle gespannt, wie es weitergeht im Schweizer Eishockey. Ja, man hofft wirklich, es kann weitergehen und nicht, dass dann irgendwann der Entscheid kommt, falls es jetzt noch flächendeckend wird, dass man dann irgendwann müsste sagen, so können wir nicht mehr weiterspielen. Weil gerade du als Nachwuchschef, ich finde, du darfst schon einmal eine Lanze brechen dafür. Also wir reden nicht nur von Profiteams, die dem könnten kaputt gehen. Ja, ich glaube, wir reden hier allgemein um das Hockey, Schweizer Hockey. Ich glaube, wir haben so lange dafür geschafft, dass wir eine Profiliga haben, dass wir eine professionelle Struktur im Nachwuchs haben. Das ist nur möglich, wenn die Profiliga ein gutes Konzept hat. Wir haben ein super Produkt. Aber das sind jetzt 40, 50 Jahre, die wir daran arbeiten, dass wir überhaupt so Sendungen haben können über das Hockey. Und schlussendlich kann das ziemlich schnell gehen, jetzt, wenn man sieht, wie stark das die Clubs können und darunter leiden. Und wenn man die Zahlen, die Zuschauerzahlen reduziert, es ist nicht möglich, dass ein Club überleben kann mit 1000 Zuschauern oder ohne Zuschauer, ohne finanzielle Mittelhilfe. Die Club haben aber auch gesagt, sie werden im Moment mal so spielen, bis Ende dieses Monats, bis zu der ersten Nationalmannschaftspause. Und dann wird man noch mal diskutieren. Wir werden es übrigens am Donnerstag schon machen. Wir halten uns selbstverständlich auf dem Laufenden, was da dabei könnte rauskommen. Es ist gespielt worden heute, eben vor 1000 Leuten, zum Beispiel in Biel. Und die haben das gesehen in der Tissot Arena. Und zwar ein Führungsgoal vom SC Bern. Es ist das erste Goal in unserer Liga vom neuen schwedischen Stürmer. 29 ist er, Tetz Briten, der und zwar mit dem ersten Powerplay-Goal von dieser Saison vom SCB. Er zieht das Spiel schön auseinander, aber Biel bleibt sehr, sehr tief hocken in der Box. Und der Briten hat alle Zeit von der Welt, den Kopf auf den Hals zu schauen, wo er auch herschießen und trifft dann schön durch den Verkehr. Gut gemacht von Bern, weniger gut von Biel. Das war das 1-0 in der 11. Minute. Das war also nicht so ein Drittel gewesen. Wenn ihr jetzt schaut, was im zweiten alles abgegangen ist. 26. 1-1, Damien Brunner, das dritte Saison-Goal. Ja, das Goal, das zuerst von Misch annulliert wurde, ist von den Schiedsrichtern. Aber wenn man jetzt hier im Replay sieht, der Künstler ist ganz klar ausser dem Torraum. Darum gibt es keine Goalie-Behinderung und das Tor-Goal zählt. Wir sehen dann nochmal, wie die Schiedsrichter das entschieden haben. Wir haben es auch gehört. In dem neuen Video-Review hört man ja jeweils auch, was die Schiedsrichter draussen diskutieren. Sie sind ganz klar darauf gekommen, Berührung außerhalb des Goalraums. Darum also ein korrektes Goal. Vom 1-1 geht es schnell bis zum 2-1. Und das hier ist der Moment in den 27. 37 Sekunden rum, bis der Tetz Briten zum zweiten Mal trifft. Ja, man steht erneut viel zu weit weg von ihm. Man gibt ihm ein zweites Willkommensgeschenk in der Schweizer Liga. Das darf nicht passieren. Wenn man ein Goal schießt, muss man mal sagen, so, das Spiel wieder in den Griff nehmen, sehr konsequent spielen und sicher mal die Scheibe weg haben vom Goal. Das ist natürlich, das baut Bern auf und Bio baut es ab, wenn das passiert. Ja, und der Ruhr hat es vorhin angesprochen, im ersten Goal ist die Bieler Box ziemlich passiv gewesen. Und jetzt kommen wir zum vierten Goal. Das zeigen wir nachher gerade. Ich kann mich noch mehr darauf ansprechen. Weißt du, grundsätzlich, oder? Dass Biel da einfach nicht parat war? Ja, es ist schon mehrmals vorgekommen, weil ich das sofort diskutiert habe. Es ist mehrmals vorgekommen, dass Biel nach einem Goal, was geschossen haben, gerade das Gegengoal bekommen. Mhm. Also die ersten 4-5 Einsätze nach dem Goal
sollte eigentlich ziemlich solid gespielt werden. Mhm. Das ist eigentlich der Wunsch von jedem Trainer, auch der Wunsch von der Bank. Weil man schaut zu, man hat Emotionen, man hat positive Emotionen, wenn man das Goal schießt, aber dann, wenn man da gerade einen bekommt, geht alles wieder auf die andere Seite. Ja, und so ist es gewesen, dass der SC Bern nachher wieder geführt hat mit 2-1 kurz vor Spielhälfte. Dann aber kommt das Goal zum 2-2. Es ist wieder ausgeglichen. Der Fabio Hofer, beste Biel-Goalschütze mit 4 Goal auf seinem Konto, jetzt mit dem Goal hier in der 34. Ja, super Goal vom Hofer. Er ist eine stetige Drohung für die für Biel gsi. Er hat gute Chancen gehabt und jetzt hier sieht man, er braucht nicht viele Chancen. Er nimmt sogar den Böck in der Luft ab und hat eine sehr gute Koordination hier und kann das Goal schiessen. Also er ist eine stetige Gefahr für Biel, den ganzen Match. Und der Philipp Wüttrich da ist geschlagen gewesen in dieser Situation, wo der Fabio Hofer getroffen hat. Der Philipp Wüttrich, der heute zu seinem Debüt gekommen ist in der National League im Goal vom SC Bern. Dann gehen wir zum 3-2. Der Tristan Gervais hat getroffen für den SC Bern. Und zwar in der 35. Minute. Sieht es so aus, 5 Minuten vor Ende vom zweiten Drittel. Beide Verteidiger viel zu weit aufgerückt. Wieder der erste Einsatz. Nachdem man hat das Spiel ausgleichen konnte, gibt dem Gegner einen Breakaway. Gervais versteckt ihn sehr schön, aber das war gerade wieder der genau gleiche Nackenschlag für Bio. Der Elian Pop ist heute zu seinem Debüt gekommen in dieser Saison, wenigstens für den EHC Biel, und ist das dritte Mal geschlagen gewesen. Und so ist er auch ins dritte Drittel reingegangen. Und dann kommt eben das 4-2, das Gerd vorher gerade schon angesprochen hat, das wir ein bisschen genauer haben. Ja, aber wie nochmal gesagt, die Box von Biel haben wir analysiert. Und zwar im ersten Einsatz ist das schlecht gelaufen und jetzt im zweiten Einsatz sieht man nochmal mit dem Goal. Man sieht hier eigentlich die ähnliche Konstellation wieder vor. Das Mal spielen zwar die zwei Boxplay-Spieler von Biel, die hier eingekreist sind, spielen ziemlich aggressiv, was eigentlich gewünscht wird. Wenn man weiterverläuft, sieht man, ist hier die Box ist nicht ideal. Der vor dem Goal, der Verteidiger vom Goal könnte noch ein bisschen näher sein. Aber wir müssen alle müssen zur gleichen Zeit gleich aggressiv spielen. Jetzt lieber weiterlaufen. Man sieht hier, dass drei Spieler von Biel hier gegen einen Berner ist. Und hier haben wir zwei Spieler, die Mütter sehr allein sind. Und wenn man weiterläuft, sieht man, dass der Enauer hier genug Zeit hat. Man sieht gleichzeitig noch vor dem Goal die Schussabgabe. Sieht man hier zwei Spieler, die dem Elian Pop Sicht nehmen und durch geschossen werden. Und er sieht den Böck nicht gehen. Und darum gibt es das Goal. Mika Henauer, 20 ist er, macht sein erstes Goal in der höchsten Spielklasse in der 41. Minute und Bern führt mit 2 Goal zum ersten Mal an diesem Abend. Und der Uli Schwarz, ich glaube gerade einer von diesen Monitoren, der hier bei uns am Tisch hinein ist, nehmen und zum Feister ausrühren, gell? Ja, nein, es war aus Bieler Optik ein unmöglicher Spielverlauf gewesen. Oder man nimmt kurz vor Schluss vom zweiten Drittel wegen zu vielen Spielern auf dem Eis eine Strafe. Nachher ist man 2-3 hinger, man geht in die Garderobe, nimmt sich weiss nicht was alles vor, oder? Geht raus, 30 Sekunden später, ist eben auch so ein Big Shift, der Anfang von einem Drittel, hat man schon wieder das 4-2 auf der Kappe. Also, es hat wirklich in dem Moment, wo es keine Goal hat dürfen geben, für Bern, logischerweise aus Bieler Optik, hat es jedes Mal gekübelt und das ist zu viel. Die Hypothek ist einfach zu gross. Aber was man auch muss sagen, wir haben ja dann noch eine Chance bekommen, ziemlich lange in Überzahl zu spielen. Und zwar aus dem Grund da. Es war der Thomas Rüfenach, der in der 51. für 5 plus Spieldauer vom Eis hat müssen. Und zwar wegen einem Check gegen den Kopf, gegen den Yannick Radgeb. So präsentiert sich die Szene, Ueli. Ja, nimmt sicher, er merkt, er kommt, oder? Sie haben schon vorher ein Randgoder gehabt, nimmt den Ellbogen auf und der Ellbogen geht klar gegen den Kopf. Ich meine, das war einfach nicht intelligent vom Rüffi. Ob es gerade ein Spieldauer sein muss, da kann man sicher darüber diskutieren, aber ein solcher Ellbogen gegen den Kopf, das gibt es einfach nicht, das ist Regelbuch, das ist klar. Ja, vor allem, es ist gefährlich, wieder mit dem Ellbogen gegen das Kinn. Wir wissen, dass er mit dem Aufprall, was es heute gibt, Hirnerschütterungen immer wieder ein Thema sind. Also alles, was gegen Kopf ist, sollte man wirklich bestrafen. Aber ich höre so ein bisschen raus, doch relativ hart.
Ja, ich würde es jetzt so sagen, es war nicht ein wuchtiger Ellbogen-Check, aber es ist ein Check gegen den Kopf, und zwar absichtlich. Mhm. Der Ellbogen geht klar auf und macht noch eine Bewegung gegen den Kopf, und das reicht für ein grösseres Verdikt als ein Zweier. Also ist 2 plus 10, ist 5 plus Spieldauer, da hat eben der Schiedsrichter seine Ermessensspielräume. Und dann ist das der Moment, wo die Schiedsrichter entschieden haben, 5 plus Spieldauer gibt, also eine längere Überzahlphase für den EHC Biel. Und das ist dann auch die Chance, auf 3-4 anzukommen. Genau das nützt man aus. In der 54. Minute, wo ja immer noch mehr als 6 Minuten da sind, um das Spiel noch auszugleichen. Ja. Also sicher sehr ein schönes Goal gewesen, weil man kommt mit Tempo durch die neutrale Zone, hat gutes Timing, spielt einen Querpass und einen One-Timer. Da sieht man, wie der Weg für einen Goalie wird, für den abzuwehren. Das war sicher ein sehr schönes Goal von Mike Künzli. Aber es war das letzte Goal von dieser Partie. Das heisst also, der SC Bern holt sich den Sieg. Und der Lars Ney hat sich einen ersten Interviewpartner geholt, und zwar auf Seite des SCB. Und dort mit einem, der zu seinem ersten Spiel gekommen ist bei uns in der National League. Ja, Philipp Wüthrich, Premiere für Sie heute Abend. Den ersten National League-Einsatz. Wie hat es sich angefühlt? Ja, sehr gut. Es ist immer ein gutes Gefühl, den ersten Sieg zu holen. Man ist immer ein bisschen nervös am Anfang. Ein bisschen unsicher halt. Aber ich glaube, die Jungs haben gut geholfen und endlich haben wir gewonnen. Sie sind nicht einer, der bekannt dafür ist, dass er schnell nervös wird, auch nicht in der Schlussminute, wo es noch mal ein bisschen brenzlig geworden ist. Wie ist es Ihnen ergangen dort? Ja, ich meine, für die Momente trainiert man hart jeden Tag. Und ich bin sehr froh, dass ich es heute gut können lösen konnte. Danke vielmals. Er ist auch nicht der Mann von den ganz grossen Worten. Er ist ein stiller Geniesser, hat man glaube ich schon hier gemerkt beim Meistertitel in Langenthal 2019. Aber es ist einer, der eine grosse Karriere durchaus könnte vor sich haben. Ja, ich glaube, wenn man den Match sieht, was er geleistet hat in der Nationalliga B mit dem Meistertitel, und jetzt sieht man den ersten Match, also er hat fantastisch gespielt. Man muss nicht vergessen, der war extrem nervös, hat sich müssen beweisen, da hat er schon lange gewartet auf diesen Einsatz. Und jetzt bekommt er, man hat er schon muss ich euch schon gehört sagen, ja, wann kommt er endlich, warum bekommt er noch nicht die Chance? Und jetzt hat er sie bekommen, er hatte grossen Druck gehabt, aber er hat ein paar Big Saves gehabt in dem Spiel. Ja. Also das mit, er bekommt seine Chancen oder wann bekommt er die, ich finde, das dürfen schon aufgreifen. Don Nachbauer hat vor dieser Saison gesagt, dass der SCB-Coach, dass er soll regelmässig zum Einsatz kommen, weil man muss ihn aufbauen, irgendwann eben vielleicht Nummer 1 sein in Bern. Jetzt hat die ersten 4 Spiele hat der Tomi Karhun dann gespielt gehabt, und ich gebe ehrlich zu, also so regelmäßig hat das für mich nicht ausgesehen gehabt. Weiss er, wie es dir gegangen ist? Ja, muss ein bisschen relativieren. Ich glaube, der Karhunen war sicher nicht der Grund, dass man 3-mal verloren hat. Das wollte ich damit nicht sagen. Aber Bernisch, von wegen Abwechseln. Ja, irgendwann musst du ja. Irgendwann musst du ihn wirklich bringen. Du kannst nicht zuerst wochenlang warten. Und ich denke, es war vielleicht auch ein Zeichen gewesen, wir haben es 3-mal nicht geschafft, den Sieg zu holen. Jetzt ist die Zeit, für dass wir mal etwas ändern. Und mir hat der Philipp sehr gut gefallen, auch, weil er ist sehr gross und er spielt extrem ruhig. Und Gerd, das weisst du auch, wenn ein Goalie sehr ruhig ist, das strahlt aus. Er muss nicht jeden Puck einfach schlucken und verschwinden. Es darf mal einen Abbrauer geben, aber wenn er ruhig ist, das überträgt sich auf die Mannschaft, und das hat er ausgezeichnet gemacht. Und so ist er zum Sieg gekommen. Auf der anderen Seite, beim EHC Biel, gibt es eine Niederlage vor eigenem Publikum. Und das natürlich auch für den Headcoach, für den Lars Leuenberger, der neu beim EHC Biel ist. Bis jetzt eigentlich immer beim SC Bern unter Vertrag gestanden. Heute ist es zum ersten Duell gekommen gegen seinen ehemaligen Verein, und so tönt es. Lars Leuenberger, es ist die zweite Heimniederlage in Folge. Was ärgert Sie am meisten am heutigen Abend? Ja, ganz viel. Ich weiß nicht, wie lange Sie so Ende Zeit haben. Er kommt eigentlich immer wieder zurück. Nachher ist es ein Einsatz, wo wir total lost sind, also irgendwo rumgestanden sind. Und geben denen halt immer wieder die Situation, um ein Goal zu schießen. Und sie haben sie gemacht. Und auch das letzte, das vierte Goal im PK, meine, ist total nicht das, was wir eigentlich möchten. Ja, dort müssen wir über Bücher, ja. Auffällig viele Schüsse an neben das Goal gegangen. Haben Sie das auch beobachtet? Oder? Ja, du merkst, wenn es so nicht läuft, dann wirst du ein bisschen tight. Also so ein bisschen, die Hände gehen nicht mehr so einfach. Das ist normal. Aber in solchen Momenten, wenn man so etwas erlebt, müssen wir können verstehen, dass wir eigentlich auf die Hände dicht haben müssen. Weil der Eli hat uns eigentlich die Chance gegeben, zum Gewinnen heute Abend, oder? Und, also der Goalie, der Pop. Und das ist schon wichtig, dass wir verstehen. Und müssen wir mehr Bütze halt defensiv legen und dann vorne in automatisch immer Geduld, dass sie kommt. Am Freitag haben Sie die Möglichkeit auf die Revanche in Ihrem alten Arbeitsort. Ist es eine Vorfreude auch, oder? Ja, jetzt ist es noch weiter weg. Jetzt haben wir gerade den Match durch. Und es
wenn man dort zuerst mal noch ein bisschen. Ja, entschuldigt, ich glaube, wir würden doch einfach mal so tun, als wüssten wir, wie das Interview aufgehört hat, Ueli, oder? Was müssen wir jetzt das erste Mal ein bisschen? Ja, sicher ein bisschen durchschnaufen. Und es ist so, in so Momenten neigt man oft dazu, nur mal das Negative zu sehen. Da muss man eigentlich wahnsinnig aufpassen. Man muss das sicher ansprechen. Aber es ist ja nicht so, dass es nicht auch sehr gute Sachen gegeben hat. Und im ersten Moment nach dem Spiel neigt man immer ein bisschen dazu, ein bisschen das Negative. Da muss man sehr vorsichtig sein. Darum schlafen darüber, morgen darüber reden und den nächsten Schritt. Gut, aber dann, wenn du sagst, dass wir morgen darüber reden, also bis dann senden wir jetzt trotzdem nicht. So lange ist unsere Sendezeit jetzt also nicht. Aber das, was er anspricht, das, was du schon angesprochen hast, also ich merke schon einen Frust aus dem raus, vom Verwaltungsratsdelegierten und vom Headcoach. Ja, es ist einfach, nochmal, ich kann mich nur noch eins wiederholen, wenn ein Match so läuft und du kommst immer her, bumm, her, bumm, her, bumm, das ist mental ganz schwierig. Mhm. Und ich habe die Erwartung an unsere Mannschaft mit unserer Routine, dass sie in so Momenten ein bisschen kompakter spielt und vielleicht ein bisschen realistischer spielt und die nötige Geduld behalten. Man muss nicht, wenn man das Spiel ausgleichen hat, in den nächsten drei Minuten schon die nächsten drei Goals schiessen. Aber wenn du eben jedes Mal einen bekommst, wird die Aufgabe schwieriger. Und das ist jetzt zweimal passiert. Aber ich bin überzeugt, bei uns weiss das jeder. Und das wird den Leuten schon zu denken geben. Das nach 3-4 zwischen Biel und Bern. Für Bern gibt es nach 3 Niederlagen hintereinander den ersten Sieg. Und eben, wir entschuldigen uns nochmal, dass uns vorher da technisch etwas dazwischengekommen ist. Aber ich glaube, wir sind gerade am Schluss vom Interview. Und der Ueli Schwarz hat das für den Lars Leuenberger ja wunderbar aufgefangen und abgeschlossen. Abgeschlossen auch das erste Spiel. Wir gehen zum nächsten, und zwar das in Langnau. Langnau gegen die Lakers hat es heute geheißen, in der Ilfishalle. Auch da eben nur 1000 Leute mit dabei. Aber also die mit dabei sind, Gerd, muss man sagen, also das hat noch etwas, oder? Das sind richtige Fans, ja. Nein, ich finde es fantastisch. Wenn schon, hat man Spektakel. Nicht so viel, aber... Aber die da sind, bieten etwas. Ja, absolut. Ich das auf dem Eis, ja, wenn jetzt, also wir schauen doch jetzt einmal das Goal an, das gefallen ist, und dann reden wir darüber. Roman Cervenka ist der Einzige, der heute getroffen hat in der Ilfishalle. 19. Minute Powerplay-Situation für Rapperswil. Und der Topscorer nimmt Anlauf, nimmt Mass, und ja, ich weiß nicht, was damals passiert. Ja, Cervenka, da darf man eigentlich nicht so viel allein lassen auf der Seite. Ich glaube, das ist sein Lieblingsplatz. Wenn er da Zeit hat und entweder passt oder selber schiessen kann, ist vielfach ein Goal oder wird es sehr, sehr brenzlig. Ueli? Es ist so. Es ist auch, man lässt ihm dort halt auch ein bisschen zu viel Raum, was er aber ein bisschen anders macht als zum Beispiel der Briten, wo es fast ein identisches Goal war wie im Biomatch. Er macht noch schnell einen kleinen Fake gegen ihn und nutzt den Mann, der ein bisschen näher ist bei ihm, perfekt als Screen, oder? Und er trifft er. Man sieht auch der Bunenovs, wenn man es vielleicht noch mal einspielen kann. Er sieht die Scheibe nicht. Er sucht die Scheibe und er entscheidet er sich, runterzugehen. Und das ist sehr wahrscheinlich genau das, was er nicht hat sollte machen. Aber man sagt dem Goalie immer, du musst die Scheibe finden im Traffic. Und das ist vielleicht nicht die glücklichste Entscheidung gewesen, dass er tief runter ist, weil der Cervenka sieht. Also Ueli, diese Scheibe musst du zuerst mal finden, gell? Ja, die musst du finden, ist mir schon klar. Also gut. Aber es gibt zwei Möglichkeiten, oder? Es gibt dann den Goalie, der sich sehr gross macht und einfach den Blocker spielt. Du sagst, du, die prozentuale Chance, dass sie angeschossen werden, die ist einiges höher. Mhm. Aber wenn du natürlich runtergehst, gehst du oben ziemlich auf. Und das ist passiert. Aber also ich bin weit weg, dass ein Bunenovs anzuhängen, das Goal. Es ist schon weil gut geschafft worden vor dem Goal, also das hätte müssen machen. Aber das Gute ist ja, dass der Ueli Schwarz den Ivars Bunenovs schon angesprochen hat. Wir wollen ihn selbstverständlich auch hören, weil er ist heute zurückgekommen nach seiner Verletzung. Und das unter besonderen Vorzeichen hat er gerade vor kurzem seinen Vertrag in Langnau verlängert. Der Michael Krein hat das Interview. Ivars Bunenovs, trotz dieser 0-1 Niederlage, das war das erste Mal seit dem Februar von diesem Jahr wieder im Ernstkampf. Wie speziell war es für euch heute? Ich meine, sehr speziell, vor allem gegen Rappi, wo ich schon gespielt habe. Leider verloren, aber ich denke, wir haben sehr gut gespielt. Wir haben bis letzte Sekunde gekämpft und ich meine, Liefeler hat ein super Spiel gezeigt. Ihr habt diese Woche eine Vertragsverlängerung und ein weiteres Jahr bekannt in Langnau. Was war der Ausschlag für euch, ein weiteres Jahr in Langnau zu bleiben? Ich meine, es ist eine sehr gute, sehr schwierige Situation mit dem Covid. Und das hat sicher Sinn gemacht, hier in Langnau zu bleiben, für meine Familie auch. Und auch für meine Zukunft haben wir so entschieden,
hierbleiben. Merci vielmals, Ivar Sprunov. Also, ich weiss nicht, jetzt müssen wir nicht zu fest darauf eingehen, aber er fängt schon an mit der Corona-Situation. Also Uli, es ist mir schon klar, ist es müßig, über das zu spekulieren. Aber wahrscheinlich wären schon andere Preise noch geboten worden, wäre alles normal. Für einen mit Schweizer Lizenz. Ja, das wird sicher so sein. Er war ja nachweislich einer der allerbesten Goalinnen in den letzten paar Jahren unserer Liga. Aber gleich sagt er, ich weiss, was ich hier habe. Das war für mich der wichtige Teil der Aussage. Ich fühle mich hier wohl, es ist für mich eine gute Situation. Und ich meine, bei einem Team, das nominell ein bisschen schwächer ist, kannst du als Goalie enormen Einfluss haben auf den Output deiner Mannschaft. Also der Fußdruck, den du kannst hinterlassen kannst, ist riesig. Während dann bei einer grossen Mannschaft lastet ganz, ganz viel Verantwortung auf dich. Wenn nur etwas nicht gut läuft, bist du der, der schnell in Kritik geratet. Und ich glaube, er hat das super abgewogen. Er weiss, er hat ein Umfeld, wo er sich gut entwickeln konnte. Und ich kann den Entscheid durchaus nachvollziehen. Und der Sportchef, der Marc Eichmann, hat bei der Vertragsunterzeichnung gesagt, das sei ein ganz wichtiges internes Zeichen gegenüber der Mannschaft. Ich habe auch das Gefühl, für die Saison ist es noch recht entscheidend, dass Ruhe einkehrt und die Spieler wissen, hey, wir können uns auf ihn verlassen, wenn er dann auch gesund bleibt jetzt, oder? Also für eine Mannschaft, die so wenig Kredit hat wie niemand anders, wenn wir in die Saison hineingegangen sind. Ja, er ist sicher mit Abstand der wichtigste Spieler, den wir haben im Moment. Wenn du einen guten Goalie hast und so ein reduziertes Kader hast, ist es natürlich enorm wichtig, dass eine gewisse Stabilität reinkommt. Mit dieser Unterschrift gibt es eine Stabilität. Für ihn selber natürlich auch, wenn er es erwähnt hat. Aber ich glaube, wie gesagt, es ist ein wichtiges Zeichen auch für die Zukunft. Man weiß zwar nicht, wie die Zukunft aussieht, aber dass einer sich bekennt, da zu bleiben und sich wohlfühlt und sagt, ja, ich habe hier eigentlich alles, was ich brauche, damit ich weiter performen und die Mannschaft weiterbringen kann, ist ein gutes Zeichen. Ja. Vertrag unterschrieben bis 2022, der Ivar Spunenovs bei den SCL Tigers. Heute aber eben gibt es bei seinem Comeback in die Saison ein 0-1 aus seiner Sicht gegen Rapperswil Jona Lakers. Das dritte Spiel von heute Abend, Ambri gegen Lausanne. Ja, und da war nicht ziemlich etwas los gewesen, bis in eine Verlängerung in der Valascha, wo eben zwei Drittel der Sitzplätze besetzt werden dürfen. Überall sonst ist das der Fall, außer eben im Kanton Bern, auch im Tessin. Und da gibt es das erste Mal Jubel, kurz vor Spielhälfte, Marco Müller. 5-3 Überzahl, Box plus 1, also ein Viereck und einer in der Mitte. Und ich glaube, was ganz entscheidend ist, ist der Direktpass vom Flynn. Es gibt einen schnellen Pass runter, die Box muss runterkommen, dann einen schnellen Direktpass rauf und einen Direktschuss. Da ist das Goalie keine Chance, das war wirklich ein hervorragendes Spiel gewesen. Aus Sicht von Ambri. Und Ambri darf nochmal Powerplay spielen und schaut jetzt mal, was denn da aus dem Powerplay macht. Also sind uns noch nicht ganz sicher, was. Ja, aus dem Powerplay gibt es ein 3-1. Und Dennis Morgan fackelt da nicht lang. Schießt super ins Hocheck. Also dem müssen wir nicht viel Chancen geben und nicht viel Platz lassen. 32. Minute. Dennis Malgin mit seinem zweiten Goal jetzt im Dienst von Lausanne, der NHL-Spieler, hat da wieder getroffen gehabt. Shorthander 1-1. Und dann, wenn wir es von wieder getroffen haben, Julius Nettinen. Der Finish Neuzugang bei Ambri, 55. Es wird Lüter in der Valascha. 2-1. Das ist das dritte Goal im dritten Spiel für den 23-jährigen Finn. Schöner Pass von Müller, er schaut hier gut, findet Passgas und der Nettinen, der direkt abdrückt. Das ist wieder das gleiche Thema. Bolzhauser muss so einen weiten Weg gehen. Und wenn die Scheibe genau in zwei Pfosten kommt, dann ist sie halt drinnen. Für mich Lausanne ein kleines Böck verliebt. Die ganze Box schaut nur noch auf die Scheibe. Und da wird der McTavish morgen sehr wahrscheinlich auch noch Play-Taste drücken. Gut, sie haben ja einen weiten Heimweg im Gar, kann er schon. Kann er schauen, dass niemand schläft. Oder könnt ihr euch etwas schauen? Aber wir müssen euch mal anschauen, was sonst noch zu sehen war. Ich meine, 57. 2-2. Wieder Dennis Malgin, also sein dritter Goal, den er schon macht. Da ist er wieder. Und trifft. Ja, wieder sehr schnell umgeschaltet. Man hat gesehen, sobald das Chiba erobert wurde, ist es gerade ein Angriff mit vier Leuten. Ich meine, super ausgespieltes Goal gewesen. Tic-Tac-Toe-Goal. Malgin, der eigentlich sehr schnell das Goal angreift, was eigentlich verlangt wird mit dem Mittelmann. Ja, perfekt ausgespielt. Und so ist dann eben in die Verlängerung reingegangen, wo Ambri eigentlich schon so nah dran war. Schauen wir mal das an. Am Siegesgoal. Das war mal ein Safe von Luca Bolzhausen.
Er hat es hervorragend gemacht. Er hat sowieso in meinen Augen sehr einen guten Match gespielt und Lausanne lang im Spiel gehabt. Und dann noch die Pirouette, die noch dazugekommen ist. Also Stilnote absolut top. Und dann nachher seine Vorderleute, die das noch belohnen mit der Entscheidung in der 63. Minute. Christoph Bertschi viel schnell und trifft. Ja, wenn man in Overtime natürlich eine Strafe nimmt, wird es immer härter. Das ist nicht das erste Mal jetzt bei Ambri, dass sie so verlieren. Sie haben in Langnote Overtime so verloren, sie verlieren sie jetzt so. Und das ist bitter, dass man immer in der Zusatzzeit im Moment verliert aus Ambri-Sicht. Aber die gute Nachricht ist, man ist bei 60 Minuten dran und es gibt ja gleich ein Punkt ins Körbli. Das ist immerhin das Positive. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht komplett zerfällt. Ambri muss schauen, dass sie über die 60 Minuten können gewinnen können, Punkte. Und wenn sie wieder in die Verlängerung kommen, muss man in der Verlängerung das Selbstvertrauen haben und sagen, jetzt, das stellen wir ab, wir können neu gewinnen. Aber wie gesagt, Strafe geht, ist ein No-Go in der Verlängerung, weil dann hast du quasi verloren. Oder? Ja, und eben, es gibt dann wieder eine Niederlage für Ambri Piotta. Ein schwieriger Saisonstart war eigentlich auch so vorausgesehen gewesen, oder, wenn man das Kader angeschaut hat. Und das hat sich jetzt auch bewahrheitet. Es sieht in der Tabelle dann wie folgt aus. Nach dieser Niederlage gegen Lausanne von 2-3 nach Verlängerung. Das sind Teams, die jetzt doch langsam so auseinandergezogen sind, zwischen 15 und 3 Punkten. Aber eben, also man muss schon auch noch berücksichtigen, dass da zwischen 3 und 7 Spiele absolviert sind. Oder? Das ist schon alles noch mit Vorsicht zu geniessen. Ich weiss nicht, Ueli, zeichnet sich für dich gleich schon so etwas ab? Also gut, der Z und Zug ganz oben, das war wirklich zu erwarten. Das war zu erwarten, glaube ich auch. Es ist aber gleich noch etwas trügerisch, das Ganze, weil andere Mannschaften, die mich eigentlich auch sehr überzeugt haben, wie zum Beispiel Lugano bis jetzt, hat noch sehr wenig gespielt. Sicher ein positiver Schluss an. Ich war einer von denen, die Lausanne nicht so viel Kredit gegeben hat. Ich staune, wie die Mannschaft gut marschiert im Moment, ob schon außerhalb der Bande ja, diverse lustige Sachen passieren. Gut, Ueli Schwarz hat zu dem Zeitpunkt, muss man zu seiner Verteidigung sagen, auch nicht gewusst, dass ein Denis Malgin noch kommt. Ein Charles Udon hast du dort auch noch nicht kennengelernt. Ja, das ist so. Wobei ich nie daran zweifle, dass Lausanne ein gutes Kader hat. Ich habe mehr daran zweifelt, dass es viel zu viel Unruhe neben Mies gibt, wo die Mannschaft daran hindert, das Potenzial auszuschöpfen. Eigentlich spricht es ja für die Mannschaft, dass wenn so viele Sachen passieren, dass die das einfach wegstecken können und im Moment erfolgreich und gut Hockey spielen. Als nächstes dann übrigens am Donnerstag am Abend in der National League das Spiel ZSC gegen Zug 19:40 für euch und am Freitag dann da das nächste Studio mit dem Lars Ney. In Sachen Swiss League heute auch gespielt worden. Das ist die Übersicht von den beiden Spielen, die stattgefunden haben. Ticino Rockets fliegen gegen die Academy und Olten Günz gegen Fisch. Und ihr seht die beiden Spiele, die verschoben sind wegen der GCK Lions und dem EAC Winterthur, die ja auch in Quarantäne haben müssen, wegen positiven Fällen, die es gegeben hat, Corona-Fälle in diesen Mannschaften. Du kannst auch ein Lied davon singen, aus Freiburger Sicht. Erzähl uns mal, nimm uns mal mit, was das für einen Club, für eine Profimannschaft heisst. Ja, für eine Profimannschaft heisst das ganz konkret, dass man 10 Tage daheim bleiben muss. Und währenddem, dass die anderen trainieren und Match spielen können, das ist ein riesen Rhythmusverlust. Also, wir haben noch 10 Tage, ohne dass man richtig aktiv sein kann. Ich kann mir mal vorstellen, was man daheim alles machen kann. Also, man hat gerade einen Hometrainer oder einen eigenen Krafträum. Aber das ersetzt natürlich ein Training oder ein Match niemals. Und, Freiburg wird am Freitag zurückkommen, auf die Tisch, alle zusammen. Und hat am Sonntag bereits den ersten Cup-Match. Aber es ist hart wieder zurückzufinden und einen Rhythmus zu finden in dem Ganzen. Ja. Das gilt jetzt eben auch in der Swiss League für GCK Lions und der EHC Winterthur. Aber andere sind ja im Einsatz. Morgen am Abend geht es schon weiter mit Live-Eishockey eben aus der Swiss League. Und dann heisst es Kloten gegen Thurgau. 19:40 legen wir dann los. Und übrigens, statt dass ich etwas dazu sage, macht das gescheiter noch zwei andere. Dann neben mir ist der Andreas Hagmann, euer Kommentator vom heutigen Abend in dem Spiel Biel gegen Bern. Und morgen geht es für dich schon weiter. Ja, Schlag auf Schlag. Morgen Kloten gegen Thurgau live. Und das erste Mal mit einem Co-Com. Ich tue diesen Bündner hier mit einem anderen Bündner austauschen. Sandro Tschur ist mein Co-Kommentator. 19:40 also einschalten. Also morgen geht es weiter mit Swiss League. Live ist okay da bei uns auf MySports morgen am Abend. Und für heute am Abend sind wir angekommen beim Highlight noch etwas zum Geniessen. Und wir wollen euch zeigen, was der Gerd Sennhäuser namens macht, wenn er nicht bei uns im Studio hockt.
zack, die Stange und den Kübel getroffen. Und das macht er auch noch. Ah, Gerd, das ist gewaltig. Du musst uns mehr von diesen Videos schicken. Wirklich, wie machst du so etwas? Ja, das ist jahrelange Arbeit. Jetzt wollte ich schon sagen, das ist eben wie die Freiburger in Quarantäne. Sie so Zeug. Das ist erlaubt, oder? So etwas. Das zählt auch als Quarantäne. Ist das? Ja. Es ist ja gut, dass wir am Schluss davon noch darüber lachen können. Wir nehmen es mit Humor. Ich meine, viel anderes bleibt uns nicht übrig. Es war aber auch schön, mit euch sehr ernsthaft über den Abend und über Schweizer Hockey zu diskutieren. Uli Schwarz, Gerd Zehnhäuser sind bei uns mit dabei gewesen. Schön, sind ihr mit dabei gewesen. Danke für die Aufmerksamkeit und hoffentlich bis sehr bald wieder. Gute Nacht, alle miteinander.